Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr die geheime Waffe Magma-Peitschenleuchter bekommt. Diese Waffe ist ganz cool, Leute. Wie ihr seht, ist deren Spezialangriff hier so ein Flächenangriff, wo er die Peitsche schleudert. Auf jeden Fall eine coole Waffe. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr sie bekommt. Kommen wir direkt zu Schritt Nummer 1. Und zwar geht am besten zu diesem Ort der Gnade hin und von dort aus müssen wir dann weiter reiten zur Trübflusshöhle, Leute. Und in der Höhle angekommen, geht als allererstes mal geradeaus durch und aktiviert den Ort der Gnade. So Leute, jetzt lauft einfach denselben Weg wie ich, hier geradeaus runter. Dann unten müsst ihr nach rechts, da befindet sich auch schon der gelbe Schleier, wo ihr zum Bosskampf könnt. So Leute, wenn ihr dann in den Raum drinne seid, seht ihr vor euch genau eine Truhe. Diese müsst ihr öffnen und den Loot aufheben und wenn ihr das macht, triggert das den Boss und der kommt. Jetzt müsst ihr aufpassen Leute, ihr dürft den nicht töten. Macht den low, aber tötet den auf gar keinen Fall, weil sonst könnt ihr die Waffe vergessen, weil ihr bekommt sie dann nicht mehr. Also macht den low Leute, passt auf, dass er nicht ganz stirbt, weil wenn er low ist, dann wird er sich ergeben und dann könnt ihr mit denen in einen Dialog gehen. Bei mir war es ganz knapp, ich habe den fast getötet. Und ja, jetzt geht er erstmal auf die Knie, Leute. Und ihr kriegt sogar noch eine Geste von ihm. Dann wartet einen kleinen Moment und irgendwann könnt ihr dann mit ihm reden. Dann redet mit ihm und danach habt ihr die Option, ihn zu vergeben. Das tut ihr dann auch und wir gehen direkt weiter zum nächsten Schritt. Und zwar müsst ihr jetzt zum Haus Vulkan. Der befindet sich hier oben. Wenn ihr dann hier drinnen seid, dann lauft geradeaus weiter, denn dort ist ein Rastplatz. Den aktiviert ihr als allererstes einmal. Danach geht ihr direkt rechts um die Ecke, dort habt ihr zwei NPCs und ihr redet jetzt mit der Frau. Während des Gesprächs fragt sie euch, ob ihr dem Haus Vulkan beitreten wollt, ihr drückt auf Ja und danach bekommt ihr den Schlüssel zum Zeichenraum. So, jetzt müsst ihr von diesen NPCs aus hier nach links gehen und ganz hinten links in die Tür rein. Sobald ihr in den Raum seid, seht ihr vor euch Items. Die hebt ihr auf, Leute. Jetzt geht ihr zu der Dame und quatscht mit der. Und falls bei euch auf dem Rechnerstuhl auch noch ein Kerl ist, dann redet auch mit dem und bestätigt, was er sagt. Als nächstes müssen wir hier zu Gnade gehen, einmal rasten, damit der Patch spawnt. Und sobald ihr einmal gerastet habt, geht ihr zum Eingang. Dann quatscht mit ihm, Leute. Und ihr habt dann die Option, nach Patch zu fragen. Und das wählt ihr dann aus. Wenn ihr dann fertig seid, dann seht ihr auf eurer Karte so ein rotes Symbol, Leute. Und dort müsst ihr jetzt hinreisen. Am Ziel angekommen seht ihr auf dem Boden so ein rotes Leuchten, so ein Siegel und das aktiviert ihr, dann werdet ihr in eine andere Welt beschworen und müsst dort einen Kampf bestehen. Dieser Kampf ist sehr easy Leute und falls ihr den dann besiegt habt, dann müsst ihr wieder zurückreisen zum Vulkan und mit der Frau reden. Und wenn ihr mit ihr geredet habt, bekommt ihr dann den Magma-Schuss als Belohnung. Danach geht ihr zu Patch und der gibt euch nochmal einen Brief. So, als nächstes macht eure Karte auf und geht zu diesem Ort der Gnade, die Klamm. Und von dort aus müsst ihr dann einfach geradeaus hoch zum ruinenübersäten Abgrund. So, teleportet euch hierhin und lauft einfach den Fluss komplett hoch, bis ihr hier beim Abgrund seid. Normalerweise habt ihr dann in der Ruine irgendwann einen Bossfight. Ich habe den leider schon besiegt, Leute, darum kann ich euch das nicht zeigen. Aber in dem Bossraum habt ihr dann nochmal so ein rotes Siegel auf dem Boden. Und danach drückt ihr auf Ja wieder, beschwört den, werdet wieder in eine andere Welt teleportiert. Nun müsst ihr diesen Kerl auch nochmal besiegen. Und wenn ihr den besiegt habt, werdet ihr wieder zurück teleportiert und bekommt seine Rüstung. Und jetzt müsst ihr nur noch wieder zurück zum Haus Vulkan mit Patch reden und sagen, dass die Aufgabe erledigt ist. Nun müsst ihr noch einmal zum Rastplatz und einmal rasten. Und danach geht ihr wieder zu Patch, spricht ihn an und nun könnt ihr nach eurer Belohnung fragen. Und dann droppt ihr euch schon die Waffe, den Magma-Peitschenleuchter. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und falls du noch kein Abo bei mir hast und in Zukunft nichts mehr verpassen willst, kannst du jetzt ein kostenloses Abo dalassen und die Glocke aktivieren, damit du immer auf den neuesten Stand bleibst. Viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.